So, jetzt geht es hier wieder weiter. Die nächsten Kürbisstücke kommen da rein. Also es ist einfach eine super Konsistenz. Ich wünschte, ihr könntet das fühlen. Das ist also ganz was Besonderes. Mit Kürbis arbeite ich nicht so häufig. Ne? Das ist ja total saisonales Gemüse. Ist das ein Gemüse? Aber es ist einfach super. Also wenn man es macht, das ist super. So. Das muss noch passen. Man macht das eigentlich nicht so voll, glaube ich. So, Hände waschen. So, ah, das färbt total. Aber ich bin von der Farbe sowas von begeistert. Die ist so super. So, das passende Kürbishandtuch. Ja, haben wir es schon. Und jetzt geht's weiter. Muss noch mal schauen, habe ich es jetzt richtig eingerastet. Ne, müsst ihr immer darauf achten, wenn ihr so eine Maschine habt, dass das richtig eingerastet ist. Denn nur dann geht's an, Leute. Und es geht weiter. Na, wenn das kein herrlicher Boden ist. Und übrigens nicht das Backpulver vergessen. Ich hatte es nämlich nicht reingetan. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es nachher noch hinzugefügt. So, der Boden ist wunderbar. Schaut mal hier, hier kann man das sehen. Das in der Mitte ist mehr. Hier am Rand wird es heller, vor allen Dingen an der Seite. Das ist so ein kleiner Hügel. Das ist häufig bei Kuchen, dass die einfach eine andere Farbe haben am Rand. So. Jetzt geht es bei uns weiter. Kürbispüree ist fertig. Ich würde mal sagen, das genügt. Also ich habe jetzt einen Kürbis verarbeitet. Oh, die Farbe, ich bin so begeistert. Das ist so eine richtige... Kürbis ist ja für den Herbst berühmt, aber ich finde, das passt auch gut zum Sommer. Ich weiß nicht, wenn ihr sagt, ihr habt keine Lust, den Kürbis so zu bearbeiten, wie ich es gemacht habe. Ihr möchtet aber trotzdem Kürbiskuchen backen. Dann braucht ihr Kürbispüree, was im Grunde genauso aussieht wie das, was ich hier mache. Aber das Kürbispüree, was ich bisher in Dosen gekauft habe, das gibt es dann im Supermarkt in Dosen, das ist natürlich nicht so schön. Überhaupt nicht. So. Kürbis, mal was anderes. Mache ich mal ein bisschen Platz hier. Und jetzt geht's weiter. Und zwar mit der Creme, der Kürbiscreme. Dazu muss ich jetzt diesen zweiten Behälter aktivieren, indem ich ihn reindrehe. So. Und zwar, jetzt kommt das Wichtigste. Die Milchmädchencreme. Das ist eine Tube, machen wir auf. Damit arbeite ich gar nicht oft, da kann man auch andere Desserts draus machen. Das ist eine ganz witzige Zutat. Huch, das war das Zeichen für den Boden. Der war jetzt 25 Minuten drin. So, ja, schaut mal, das ist Kondensmilch. Und davon nehmen wir jetzt ganz viel. Wir nehmen erstmal eine Packung, gucken mal, wie wir auskommen. So. Gezuckerte Kondensmilch, also es geht auch normale, ja, normale Kondensmilch, weiß ich nicht. Ob das geht, indem man viel Zucker hinzufügt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, also ich mache das jetzt aus meinem Erinnerungsvermögen. Ich habe hier kein Rezept für diesen klassischen amerikanischen Pumpkin Pie benutzt. Deswegen, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir erstmal eine Dose drin. Vanillezucker kommt auch dazu. Wenn ihr sogar das Päckchen, dann
halbe Tasse Zucker. Mal schauen, wie wir auskommen. Gebe ich auch schon mal dazu. Jetzt die Eier. Ihr kennt ja mein System. Das ist mein Vorschlagsystem, so nenne ich das. So. Damit uns nichts schief gehen kann, ihr kennt ja das Dilemma, was wir beim Mousse au Chocolat hatten, das habt ihr ja mit Sicherheit gesehen. Seitdem schlage ich die Eier vor, damit nicht irgendwie Schale uns dazwischen kommen kann. Immer schön einzeln, plapp. Immer einzeln, weil wenn dann mal zu viel Schale dazu kommt oder wenn man, gerade wenn man Eiweiß vom Eigelb trennen will, dann kann immer passieren, dass irgendwas dazu kommt, was nicht so richtig ist. So. Und dann hat man nur ein Ei verloren quasi. Ihr erinnert euch sicher, warum die Rührei-Folge entstanden ist. Nämlich, weil uns Eigelb und Eiweiß gemischt wurden, obwohl es nicht hätte sein sollen. So. So, jetzt haben wir eine ganz tolle Creme, aber es ist mir ein bisschen zu flüssig, wie ihr seht. Es ist richtig flüssig, aber ist das nicht die Hammerfarbe? Das ist doch super, oder? Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, ich habe es mir schon gedacht, das ist nicht fest genug wird. Deswegen habe ich hier schon saure Sahne stehen und ich habe auch noch 3 Pakete im Kühlschrank. Jetzt müssen wir da austarieren. Ihr seid also Zeugen dieses Live-Experiments. Bums. 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 Ich fürchte, ein Paket wird nicht reichen, deswegen hole ich jetzt direkt das zweite. So. Machen wir das zweite auch noch rein. Also ihr dürft hinzufügen, ein Paket saure Sahne mehr als vorgesehen. Schauen wir mal, wie es wird. Und nicht zu vergessen natürlich unser Gewürz. Das Lebkuchengewürz, weil es ist kein anderes Gewürz in dem Kuchen drin. Das ist das, was es ausmacht. Ich schlage 2 Teelöffel vor. So, 2 gestrichene Teelöffel. Einer ist drin. Dieses Gewürz macht den eigentlichen Geschmack des Kuchens aus. Nur das Gewürz macht ihn wirklich unverwechselbar. So, zur Sicherheit gebe ich das jetzt auch noch mal hier oben rein, damit uns nichts rausspritzt. Wunderbar. Ich probiere das jetzt mal. Ja, ein bisschen mehr Gewürz darf sein und ein bisschen mehr Zucker. Also 2 Teelöffel waren zu wenig. Es kann gut und gerne können es 4 sein, weil wir haben ja so eine riesige Menge. So, plapp. Noch ein gestrichener Teelöffel und noch einer. So, das dürfte dann genügen. Und jetzt nehme ich mir noch Zucker, weil es könnte mehr sein. Könnte wirklich mehr sein. Wir hatten eine halbe Tasse. Sagen wir, wir machen eine von diesen Tassen. So, ich mache jetzt noch hier halb, halb voll. Könnt ihr es sehen? Halb voll nochmal. Also eine Tasse, ein Kürbis, eine Tasse und ich glaube, dass noch etwas Mehl dazu kommt. Machen wir einen gestrichenen Löffel voll, damit das ein bisschen bindet. Machen wir 2, ist ja so viel. Ihr seht, das Ganze folgt keinem Rezept, sondern nur meiner Intuition. So läuft das häufiger ab, wenn ich für euch Rezepte entwickle, dann wird hier einfach ausprobiert. So. Die Geruch
Geruchsprobe sagt, es ist gut. Aber wir verlassen uns natürlich nur auf unseren Geschmackssinn. Wobei, ihr wisst ja, der Geruchssinn macht einen großen Teil des Geschmackssinns aus. Deswegen hat man ja auch keinen Geschmack, wenn man erkältet ist. So, probieren. Ja. Jetzt geht's absolut in die richtige Richtung. Super mit dem Gewürz. Ich würde noch einen Teelöffel reinmachen. Was meint ihr? Ich mache jetzt noch einen Teelöffel rein. Ihr müsst das für euch selber ausprobieren. Wenn ihr wollt, dass richtig viel Gewürze reinkommt, macht mal Daumen hoch bei dem Video. Und wenn ihr auch findet, dass das eine geile Farbe ist, dann sowieso Daumen hoch. Weil ich finde, also das ist die absolute Highlight-Farbe. So, also wir sind jetzt beim 5. Löffel Gewürz. Ja, was machen wir? 5,5? So, 5,5 Löffel Gewürz. Und jetzt hole ich noch die 3. saure Sahne aus dem Kühlschrank. Wo ist sie denn? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dazu noch kommen würde. 3-mal saure Sahne. Wer bietet mehr? Aber es soll ja auch nachher gut sein. Plöpp. Ha, die ging super sauber. Ganz schnell alles raus. So. Oh. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es dabei bleibt. Mehr soll nicht rein. Huch. So. So, jetzt ist die Creme fertig und die geben wir jetzt auf den fertigen Boden. Dazu nehmen wir das ab und gießen es auf den Boden. Und hoffen, dass es gleich fest wird. So, das sieht toll aus. Mal gucken, wie viel wir daraus machen. Machen wir es ganz voll. Ja, wenn das kein toller Kürbiskuchen ist. Und jetzt geben wir den Kuchen direkt in den Backofen. Den haben wir ja schon vorgeheizt. Und da darf er jetzt bei 160 Grad fest werden. Und wir melden uns, wenn er fertig ist. Unser Kürbiskuchen war jetzt 45 Minuten bei 150 Grad Umluft drin. Am Ende habe ich einfach die Temperatur runtergestellt und ihn im Backofen auskühlen lassen. Das ist ganz wichtig, damit er in der Mitte nicht zusammenstürzt. Und hier ist er jetzt. Ihr dürft ihn bewundern. So sieht er fertig aus. Und ganz praktisch, wenn ich das jetzt loslöse, ist er schon auf der Tortenplatte und ich kann ihn schneiden. So wünsche ich mir das. Das ist wirklich total praktisch in der Küche. Und es sieht super aus. Genau so soll er sein. Und das ist unser amerikanischer Kürbiskuchen.